Aua! Ich könnte ein Fresser. Boah, Digga, was? Bäh! Bah! Ich hab's dir gesagt, Alter. Nochmal, ich krieg hierfür kein Geld. Ich mach's einfach nur, weil ich die Sachen extrem nice finde und einfach mal durchprobieren wollte und es cool finde, dass er jetzt mit dabei ist. Sweet S10, 10% gibt's auf die ganze Geschichte. Better Call Sweets.de. Könnt ihr mal gerne auschecken. So. Guck mal, was für ein Paket das hier ist. Ah, das ist voll das Fette. Das bist du Fan von sowas? Ja, ich bin aber mehr so Gummibärchen-Typ und so, weißt du? Wir haben hier wirklich alles drin, wa? Wir haben hier wirklich so viel an Stuff drin, Alter. Hier, Twizzlers, magst du? Die Sour Patches. Oh mein Gott, warte mal. Hier sind, glaube ich, diese Jalapeno Chilis, Dings hier. Ich glaube, davon hat Monte gekotzt. Laber. Der hat es gegessen, musste davon einfach kotzen. Ey, wir haben hier so viel, Leute. Der ist so viel, Digga. Sollen wir mit irgendwas Gummi? Ja, lass mit Twizzlers. Ey, lass die bunten nehmen, weil da sind viel mehr dabei. Okay, wir haben hier Rainbow Twizzlers, Strawberry, Orange, Lemonade, Watermelon, Blue Raspberry und Grape. Künstlich geflavored natürlich an der Stelle. Die riechen so anders süß, riechst du das? Die riechen wie diese. Die gibt's auch in Deutschland, die sind so sauer. Okay, welche Farbe willst du? Digga. Ey, das ist. Hey! Hör auf! Boah, grün schmeckt voll eklig. Boah, grün ist gar nicht gut. Rot schmeckt legit einfach nach gar nichts. Das schmeckt irgendwie nach nichts, aber irgendwie nach etwas, weißt du? Die schmecken alle nach gar nichts. Alles werden wir niemals schaffen. Kein Fall, Bro, da kriegen wir Durchfall, alles. Toxic Waste kenne ich noch von früher. Ja, die sind gar nicht so sauer, alle sagen immer, die sind tot sauer, das geht voll. Ich kann sauer gar nicht, wa? Warte, ich versuche mal das aufzumachen hier. Ja, Digga, das geht nicht. Digga, ich schwöre, wir werden daran sterben, safe. Ich mag sowas gar nicht. So saure Sachen bin ich raus, ne? Was? Center Shock war für mich die Hölle. Wirklich? Ja, aber. Ja. Die sind gar nicht. Ja, aber so schlimm, okay, kann so schlimm wird das nicht sein. Die sind nicht sauer. What the fuck? Bro! Oh, Digga! Also, die haben so eine komische Säure. Das ist schon sauer, aber jetzt nicht so als so. Digga! Was ist das? Kani will was essen. Hast du Hundefutter? Ich will so Hundefutter für Zwischennaschen. Bro! Bah, Digga, das ist absolut eklig. Willst du mal lecken? Nein. Nee, gar nicht meins, wa? Übereklig. Überbar. Also, Digga, die waren gerade echt eklig, wa? Die waren wirklich widerlich, gerade diese sauren Dinger. Bro, ich habe richtige Schmerzen im Kiefer, ne? Bro, lass mal so ein Twinkie probieren, ich schwöre. Twinkies sind immer wild, eigentlich. Twinkies sind immer, immer wild, ehrlich. Generell, voll viel amerikanische Süßigkeit, man ist voll gehypt und schmeckt. Dann ist aber gar nicht so geil, ne? Ja. Ja, ist so. Einfach so eine richtig stabile Kackwurst hier, Digga. Nice, Mann. Ach so, ist das Erdnussbutter? Mhm. Oder allergisch gegen Erdnuss. Oh mein Gott, Digga. Vor allen Dingen, ich hätte noch weitergemacht. Wir haben noch viel mehr mit Erdnuss, ne? In den Kopf war schon wie ich mit einer dicken Zunge hier in dem Wiese. Kamera drauf, wie du verreckst. Notarzt kommt alles. Und ich hänge genug. Ich mach die ganze Zeit so ein Thumbnail-Gesicht so. So Frank, Bro. Die sind eigentlich nice, ne? Also ich finde, diese Erdnussbutter schmeckt so ein bisschen nach so. Ich kann es nicht beschreiben, was schmeckt es? Erdnussbutter halt, ne? Genau. Ja, aber du eklig. Das sind halt selbst schon ein bisschen älter. Einfach abgelaufen, als ob die mir. Ne, 21, geht noch. Wollen wir bei Erdnuss bleiben direkt? Aber guck mal hier, sowas hier, maybe, so ja. auf Snackbasis, weißt du? Okay, wir haben jetzt hier Reese's. We made ice cream better. Hä, was? Crunchers. Ja, kannst du aufs Eis drauf machen. Mhm. Oh, die sind wild. Oh, Digga. Ja, davon gibt's in Deutschland genug Alternativen, finde ich. Mhm, aber die sind gut, Digga, die sind gut. Fühl ich sehr. Ich find's auch immer krass, also ich werde das niemals alles aufessen, Mann. Ich kann die ab. Ja, Sour Patch, keine Ahnung, willst du eine Packung haben? Ja, ja. Nimm gerne mit so. Ey, fühle ich übertrieben, ne? Die sind so wild, wa? Ich hab die noch nie probiert, ne? Echt nicht? Nee. Boah, Bro, das aber, ist das. Nein, brauchst du nicht extra wegen mir aufmachen. Ich esse die zum Frühstück morgen. Dann komm ich morgen zum Frühstück. Ja, komm gerne rum. Wir wohnen eh quasi nebeneinander. Nachbarbasis. Die sind erst sauer und dann süß, ne? Sind die gut? Oh, Digga, saure Sachen, ey, ich krieg immer direkt Sodbrennen, alles. Ja, die sind gut. Mhm. Ey, Leute, die sind sehr, sehr wild. Sowas siehst du halt so richtig auch bei Drake im Musikvideo und sowas, weißt du? Die haben dieses normale und eigentlich musst du nur die hier probieren. Was sind die anderen? Na, warte mal, mach mal Hand auf. Jetzt halt keine Milch und so hier, aber passt. Die sind halt wirklich unfassbar, Digga, aber sie sind halt einfach nur Zucker, wa? So, Leute. Wie sind jetzt hier? Sie
jetzt hier Lucky Charms. Hört mal genau hin. American Candy ASMR. Könntest du dir zu ASMR einen runterholen? Es gibt so Leute, die machen das, Bro. Nein, oh Lord. Ey, die sehen auch ganz cool aus. Ich hab's noch nie gesehen. Auch sauer, ne? Ja, naja. Mach auf. Ich bin wirklich, also die hier, die kenne ich halt. Die schmecken halt wirklich wie gekrümelte Oreos so. Ganz nice, super cool. Hierauf bin ich auch gespannt. Kinderschokolade. Hast du schon mal von Reese's Puffs die... Dieses Müsli, ne? Mhm. Oh, das ist so krank, Digga. Das ist so gut, ne? Wirklich mit Abstand bis jetzt ja. Das beste Müsli, was ja, 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 ja. Jolly Rancher Gummies. Sind die sauer oder eklig? Nicht sauer. Bro, das gar ist nicht. Apothekenweingummi, so. Was du in der Tüte bekommst. Lecker. Diese Rachendrachen. Ey, die schmecken auch voll lecker, Rachendrachen. Bah, Digga. Und schmecken so chemisch, einfach viel zu chemisch. Aber da fahren die halt voll drauf ab, ne? Ja. Okay, lass mal den hier probieren, ja? The Bueno? Bueno. Die Frage ist, warum hast du Sauergurken? Ich hab ein ganzes Glas davon gegessen. Ich hab so einen Kater gehabt, ne? Ich war gestern im Sterne-Restaurant essen, ne? Mhm. Und hab dann große Weinbegleitung gemacht. Das waren 85 Euro für Wein. Digga, ich konnte danach nicht mehr laufen, ne? Und ich hatte heute Morgen so Kater und habe ich Freundin angerufen. Und die meinte, yo, du musst ein Glas Gurken essen. Jetzt habe ich Durchfall. Mehr nicht. Hat mir nichts gebracht. Ist das geil? Verstehe das hier nicht. Digga, kann ich nicht abschätzen, ob die geil sind oder nicht, ne? Sind viel zu trocken. Gefühlt ist da zu wenig Füllung drin, ne? Es kann sein, dass du hiervon auch kotzen musst. Aber schon mir mal. Boah, Digga. Ja. Ey, sind das nicht diese Pringles, wo Monte von gekotzt hat, Leute? Diese Jalapeno-Dinger, diese Jalapenos? Monte hat von irgendwelchen mit Käse gekotzt. Aber sind das nicht die hier gewesen? Nein, nein, nee. Einer meinte irgendwas mit Käse. Nein. Sag Köftespieß auf deine Art. Köftespieß! Ich bin gespannt. So Honigdinger und Honigsachen und so sind eigentlich immer voll lecker. Die sind geil hier. Oh, sind die wild? Mhm. Du bist auch so einer, der sich immer so 5 auf einmal im Mund macht, ne? Ich mache immer nur einen. Die sind eigentlich, finde ich, ganz geil, so scharf halt, ne? Aber angenehm so, weißt du? Magst du keine scharfen Sachen? Doch, aber keine Ahnung, die schmecken nicht so krass. Es gibt so scharfe Sachen, die schmecken richtig geil. Die waren jetzt nicht so wild. Ach, ich bin auch voll Kritiker beim Essen und so. Ja, same. So. Ey, die hier, Mike and Ike's, kennst du ja safe auch, ne? Ne, die kennst du so, nicht. Echt nicht? Mm-mm. Ich schwöre, kennst du die nicht? Das sind so Cowboy-Bonbons. Okay, warte, wir haben 4 Stück davon. Mein Favorite-Ding in den USA kaufe ich mir immer. Es gibt so Waldbeere, die sind ganz geil. Mein Favorite ist aber, glaube ich, dieses tropische Ding gewesen. Kennt ihr die Chat? Safe, oder? Nee. Lost. Ich schwöre, ich kannte die auch nicht. Ah, die sind sogar nicht mal nochmal 30 Mal verpackt in der Verpackung. Endlich mal. Bro. Die schmecken so unnormal künstlich, aber so geil teilweise. Je nachdem, welche Geschmacksrichtung du hast. Fühlst du dich? Mhm. Also wirklich. Komplett enttäuschend waren diese Twizzler-Dinger, ne? Naja, diese Twizzler-Dinger, voll Schrott. Schmeckt nach nichts. Zweite Enttäuschung, die hier. Ja. Und sonst war alles ganz okay. Diese Sour Patch-Dinger, wenn du mir das nachts in den Mund legen würdest, ich würde, glaube ich, einfach sterben, ne? Und dann gibst du davon eigentlich, ich zieh Lippen zusammen, ich komme nicht mehr klar, ich verreck einfach drauf. Oh, die sind auch wild. Die können wir sogar teilen. Ich kenne den, ich finde die viel zu süß. Viel zu süß. Die sind toter Süßigkeiten. Boah, Digga, was? Die hab ich doch gesagt. Bäh! Bäh, Junge! Bäh! Ich hab's dir doch gesagt. Bäh! Das schmeckt, ey, ich schwör. Beiß mal ein kleines Stück ab. Nein, mal. Ich kenn die doch. Digga, das schmeckt hinten raus einfach wie scheiße, Digga. Das hättest du gerade einen Arsch gegessen oder sowas, wirklich. Bäh, Digga! Ich hab's doch gesagt. Ich hab's dir gesagt, Alter. Allergische Kreuzreaktion mäßig. Boah, Digga! Feedback schmeckt super. Ey, top, die würde ich die auf 10 hatte, ich würde die nochmal kaufen. Bro, ich glaube, die sind wild. Dipped Pretzels. Bite-sized Pretzel dipped with white cream and sprinkled with cookie bites. Das sind einfach nur Brezeln mit. Letzten erstmal die Tüte des Sour Patches. Nee, Mann, sonst viel zu süß. Revi, weißt du, was du machen musst? Ja. Challenge: 3 von diesen Bonbons auf einmal im Mund. Von diesen sauren. Von denen? Ja. Was machst du dafür? Such dir was aus. Oh, ja. Willst du einfach White Mystery essen? Was ist das? Steht drauf, White Mystery. Keiner weiß, was es ist, Bro. Ich nehme 3 von den Bonbons. Irgendein Random-Ding von denen. Echt jetzt? Stell dir vor, du frisst, das schmeckt einfach nach Schwanz. Da weiß ich aber nicht, wie das schmeckt, leider. Der Geschmack ist echt ganz lecker. Ich weiß nicht, Yarak. Was ist Yarak? Nein, die Yarak-Formel habe ich noch nicht behandelt, aber schreib mir das mal auf. Okay, ich nehme 3 Stück jetzt davon im Mund. Ich werde die aber safe wieder ausspucken. Ich werde die nicht essen können.
Das nicht hey. Ekelhaft sauren. Pass auf, wenn das jetzt nicht widerlich genug ist, musst du da, frisst du hinterher einfach noch ein paar Pringles oder so, weißt du? Mhm. Ja, Bro. Hey, das riecht nach Gummi. Riech mal. Digga, das riecht wie Gleitgel. Das ja, riecht so. Straight up wie Gleitgel, ich schwör dir. Ja, egal. Okay, 3, 2, 1. Es schmeckt wie Scheiße, ne? Oh, Digga! Schmeckt auf jeden Fall. Hör auf! Boah, Digga! Oh. Oh nein! Kennst du das, wenn deine Zähne so belegt sind, so quietschen? Hm. Bah, das ist jetzt 2 Wochen lang so. Ich schwöre, diese Säure hat sich auf meine Zähne gefressen. Akani, hör auf jetzt. Ich glaube, wir sind durch, wa? Willst du die noch mitnehmen? Nee, nee. Wie süß Akani sich Sorgen macht. Ja, Digga, ich glaube, Akani hat einfach gerade seine Rente vor sich weglaufen sehen. Der dachte, ich sterbe einfach. Ganz aggressiv eklige Sachen dabei. Der soll mal Köftespieß sagen. Yeah. Bro. Akani wird mal dein Leben retten. Ich schwöre dir, glaube ich, habe gerade Blut gekotzt, wa? Insane. Also das ist wirklich, das war jetzt gerade einfach nur unnötig, Digga. Das war einfach nur dumm.